Madame la Présidente du Conseil national, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, stimati membri del Consiglio nazionale, preziadas deputadas, preziats deputats. Wir erleben eine Krise, wie es sie in der Geschichte der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Unser Land wurde vom Coronavirus hart getroffen. Die Krise hat uns auch in unserem Selbstverständnis getroffen. Sie zeigt uns, die Schweiz ist nicht unverwundbar. Ein kleines Virus bringt Großes in Gefahr, unsere Grundrechte. Der Bundesrat hat zur Bewältigung der Krise verschiedene Grundrechte beschneiden müssen. Er hat die persönliche Freiheit der Menschen und die Freiheit der Wirtschaft eingeschränkt und er hat in die kantonale Hoheit eingegriffen. Le Conseil fédéral n'a pas pris ses décisions à la légère. Il a toujours veillé à ce qu'elles soient proportionnées, comme l'exige la Constitution. Der Bundesrat hat sich die Entscheide nicht leicht gemacht und er hat sich bei seinen Entscheiden an der Verhältnismäßigkeit orientiert, so wie es die Bundesverfassung verlangt. Ziel der Maßnahmen ist es, die Pandemie zu bremsen. Eine erste vorsichtige Bilanz ist positiv. Darum kann der Bundesrat Lockerungen einleiten. L'obiettivo delle misure è frenare la pandemia. Un primo cauto bilancio è positivo. Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso alcuni allentamenti dei provvedimenti. Die Pandemie und die gegen sie ergriffenen Maßnahmen bringen leider auch Härten für viele Menschen mit sich. Über ein Drittel aller Beschäftigten ist in Kurzarbeit. Viele Betriebe sind seit anderthalb Monaten geschlossen. Hotels haben keine Gäste, Künstler keine Auftritte, Vereine keine Anlässe, Exportunternehmen seit Jahresbeginn weniger Aufträge aus dem Ausland. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind schmerzhaft. Der Bundesrat hat mit einer Reihe von Maßnahmen versucht, den betroffenen Unternehmen so schnell und so weit wie möglich zu helfen. Die erste provisorische Bilanz über die kurzfristigen Hilfestellungen fällt auch hier positiv aus. Meine Damen und Herren, jetzt gilt es, die Schweiz aus der Krise zu führen und sie widerstandsfähiger zu machen. Stimadas dunnas, stimats signors, usavali da manar la Svizzera or dalla crisa ed alla fa pli robusta. Dazu braucht der Bundesrat Sie, meine Damen und Herren. Die Pandemie hat das Parlament auf die Zuschauerränge verdrängt. Der Bundesrat hat gezwungenermaßen per Notrecht regiert. Aber heute sind Sie wieder voll in der Verantwortung. Eines kann und darf das Virus nicht beschädigen: unsere starke Demokratie. Sie tagen in dieser außerordentlichen Session in neuer Form an einem neuen Ort. Das kann auch eine Chance sein, neu zu denken. Eine Krise hält sich nicht an fixe Strategien. Wir müssen flexibel und handlungsfähig bleiben. Gleichzeitig müssen unsere Entscheide rechtmäßig sein. Der Bundesrat schlägt dem Parlament folgendes Vorgehen vor. Wir wollen breit abgestützte Anliegen aus den Kommissionen so weit möglich übernehmen. Wir werden zu Kommissionsmotionen, die sich auf unsere notrechtlichen Verordnungen beziehen und die bis zwei Wochen vor einer Session eingereicht werden, Stellung nehmen, sodass diese Vorstöße in eben dieser Session behandelt werden können. Und wir werden überwiesene Kommissionsmotionen schnellstmöglich umsetzen.
Gleichzeitig werden wir vor allenfalls neuen, wichtigen notrechtlichen Bestimmungen soweit möglich die Präsidentinnen und Präsidenten der zuständigen Kommissionen konsultieren oder, wo dies nicht rechtzeitig möglich ist, sie zumindest informieren. Der Bundesrat wird ferner dem Parlament in den Sessionen Bericht erstatten über die Notrechtskompetenzen. Wir planen, dem Parlament bis spätestens am 11. September dieses Jahres eine Botschaft zur Überprüfung der Notverordnungen zu unterbreiten, wo dies noch notwendig erscheint. Meine Damen und Herren, der Weg aus der Krise erfordert Umsicht, Rücksicht und Beharrlichkeit. Sie werden überlegt handeln und im Interesse der Bevölkerung abwägen. Und Sie werden Entscheide des Bundesrates hinterfragen. Das ist nicht nur Ihr Recht, das ist Ihre Pflicht. Der Bundesrat stellt sich dieser Überprüfung. Auch er will die richtigen Schlüsse ziehen aus dieser Krise. Nun geht es darum, im fruchtbaren Dialog gemeinsam Lösungen zu finden, Lösungen, die heute von der Bevölkerung mitgetragen werden können und auch morgen noch als sinnvoll und gerecht angesehen werden. So können wir den Menschen Zuversicht schenken. Sie haben es verdient. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie dem Bundesrat in den letzten Wochen entgegengebracht haben. Lassen Sie die Demokratie wieder richtig aufleben. Mesdames et Messieurs, mes pensées vont à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu des proches au cours de cette crise. Ich denke an all jene, die in der Krise Angehörige verloren haben. Et je tiens à exprimer ma gratitude à toutes celles et ceux qui font avancer notre pays malgré la crise, qui aident, soutiennent et s'engagent pour les autres, que ce soit à la maison ou au travail. Je leur rends hommage. Allen, die in der Krise unser Land stützen, die mitmachen, mithelfen und mitziehen, sei es daheim oder am Arbeitsplatz, Ihnen allen gehört unser Dank.